Hallo und herzlich willkommen zum 343. Mal bei Huxella, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Mistress Alexa. Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von huxilla und bei mir ist natürlich auch heute zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Huxmaster. Und einmal der Hinweis am Anfang dieser Episode mal wieder eingestreut: Wenn ihr uns bei Spotify hört und ihr ein Spotify Abo habt und denkt prima dann kriegen die beiden ja ein bisschen Geld von meinem Spotify Abo ab deswegen muss ich denen nichts überweisen oder so das ist falsch wir bekommen überhaupt gar kein geld von Spotify sondern Spotify haben wir unsere Inhalte kostenfrei zur Verfügung gestellt und ihr, ihr nutzt ja auch sehr viel Spotify. Also insofern alle, die sagen, von meinem Spotify Abo kriegen ja die PodcasterInnen, die ich so höre, sicherlich was ab. Das ist nicht der Fall. Deswegen ist es immer schön und wichtig, wenn ihr uns unterstützt. Die einzige Plattform, die da uns gelegentlich ein paar Euro, und das sind wirklich ein paar Euro, muss man sagen, im Quartal zukommen lässt, ist Podimo. Die sind so, dass ein paar Cent von den Abo Gebühren derjenigen, die ein Abo abgeschlossen haben, dann ausgeschüttet werden, auch an PodcasterInnen. Das sind aber auch die einzigen, die das machen. Insofern hört gerne Spotify, wenn ihr das benutzen wollt. Wir stehen dem Portal ein bisschen kritisch gegenüber, aber bedenkt vielleicht, wenn ihr Lust habt, dass ihr uns vielleicht auch noch einen Euro dafür überweist, dass da auch regelmäßig bei Spotify Inhalte reinkommen. So, das war das Wort zum Sonntag. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes den genau. nehmen wir auf den Sonntag auf. Und jetzt <laughs> machen wir aber einfach weiter und wir haben ein es wird vierbeinig, vierbeinig und, und fellig, haarig. Und alle, die Katzen nicht mögen, den sei jetzt schon mal gesagt, weil ihr natürlich gelesen habt, dass es um Katzenmüden geht. Hört mal zu, da sind wirklich spannende Sachen dabei. Also ich, ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ihr Katzenallergie hat, hört bitte nicht diese Folge, weil das vielleicht auf so sebo effekt basis äh, eine Allergie auslösen könnte. Es ist kein Katzenspeichel in dieser Episode <laughs> dabei und das war auch schon bei dem, was wir heute uns mal ja. anschauen, wollen. nämlich lauter Mythen rund um Katzen. Es ist nämlich der Speichel und nicht die Haare, die Allergie auslösen. Aber egal, das machen wir alles nachher. Jetzt machen wir erstmal weiter mit einer wunderbaren Geschichte, die diesmal wirklich wunderbar ist und gar nicht schrecklich. Ich fand die ganz super und über die sind wir gestolpert, als wir für diese Folge recherchiert haben. Und Alexa, wird sie uns jetzt mal vorlesen? Der Woche. Natürlich geht es auch in der Story heute um eine Katze und zwar um eine ganz besondere Katze namens Stubbs. Und diese war, man höre und staune von 1997 bis zu ihrem Tod 2017 Bürgermeister und zwar Bürgermeister der Ortschaft oder Siedlung Tarkitna in Alaska. Und das war es eigentlich auch schon mit der Story. Also entweder ihr sagt alle, ja, das stimmt, glaube ich sofort, warum auch nicht. Ein Kater als äh, Bürgermeister, oder ihr sagt, na, das ist doch bestimmt hier wieder so eine Urban Legend oder eine Zeitungsente oder ich weiß nicht was. Tja, könnt ihr ja mal überlegen. Vielleicht sind Katzen als. Ähm politische Oberhäupter in Amerika. <laughs> Nicht das Schlechteste. <laughs> auch eher so ein geringes Übel. <laughs> ja, 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 ähm, wenigstens unabhängig. <laughs> wenn, wenn es denn stimmt, das äh, erfahren wir dann mal am Ende. Thema der Woche. Katus ist eine taxonomische Nomenklatur ein endothermischer Vierfüßler, fleischfressend von Natur. Deine Sehgeruchs und Gehörsinne sind umfassend und zu deinem Jagdgeschick und deiner natürlichen Verteidigung passend. Ich bin fasziniert von deinem vielfältigen, schnurrenden Ton, eine einzigartige Entwicklung von Katzenkommunikation, durch die du deine prinzipielle hedonistische Vorliebe unterstreichst, wodurch du ein rhythmisches Streicheln deines Felles aus Zuneigung erreichst. Ein Schwanz ist ganz wesentlich für dein akrobatisches Talent. Du wärst nicht so geschmeidig, fehlte dir sein Gewicht am anderen End. Und nutzt du ihn nicht zur Fortbewegung unter gewissen Konditionen, so dient er dir häufig zum Ausdruck deiner Emotionen. O oh Spot die komplexen Verhaltensweisen, die man an dir sieht, suggerieren eine kognitive Vielfalt auf großem Gebiet. Auch wenn du nicht fühlen kannst, Spot, und du ein Streuner bist, sehe ich dich als meinen Gefährten an, der ein wahrer und hochgeschätzter Freund ist. Ja, das war die Ode an Spot, ein von Commander Data gedichtetes ähm, äh, Gedicht, von Data gedichtetes Gedicht. Auch gut. <laughs> ähm, ich habe erst nicht, ob ich den Ausschnitt aus der äh, Serie Star Trek The Next Generation einbauen sollte, aber da sind so viele Nebengeräusche, weil da äh, dramaturgisch so viel passiert, während Data ähm, dieses Gedicht vorliest, dass sich das nicht so gut geeignet hat. Äh, der Ausschnitt oder das Gedicht ist auch der Folge äh, in den Subraum entführt, aus dem Jahr 1994 und im Original hieß die Folge Schissens und ist 1992 in Amerika gelaufen. Und da sehen wir schon, dass selbst bei Star Trek The Next Generation eine Katze zumindest sporadisch äh, mitgespielt hat als äh, Tier als Haustier von Commander Data. Allerdings ist es so, dass der Schauspieler Brent Spiner mit der Katze nie klar gekommen ist. Das ist so, äh, er hat es gehasst mit der Katze oh zusammenzuarbeiten. Die haben sich auch nicht gut miteinander vertragen. Äh, das muss man vielleicht der Ehrlichkeit halber auch noch mal erzählen, aber in der Serie ist es halt sehr sehr süß, wie dieser Android sich um seine Katze kümmert. Und da sind wir schon bei dem Aspekt, dass. Ich, ich würde übrigens gerne, bevor wir einsteigen ja. in das Thema vorausschicken, ähm, ich finde Hunde auch toll. Also ich würde mich vielleicht eher ein bisschen als Katzenmensch bezeichnen und wir sind ähm, heilfroh, dass wir da unsere beiden Skeptikats zu Hause haben, äh, mit denen das Zusammenleben übrigens wunderbar ist, möchte ich betonen. Aber ich bin mit Hunden aufgewachsen und Hunde sind auch cool. Also wenn ihr da draußen jetzt sagt, ah, nee, Katzen wesig nicht, ich habe lieber einen Hund. Auch cool. Ja, und äh, wir haben auch schon überlegt, ob wir uns äh, auch dem Hund äh, als hm. solchem nochmal in einer Episode äh, widmen sollen. Weil natürlich bei beiden. Haustieren, die ja zu den beliebtesten Haustieren weltweit der Menschheit äh, gehören, ähm, sehr viele Informationen äh, ja. drin stecken und insofern äh, war es jetzt klar, wenn wir eine Katzenmythenfolge machen, da ist genug drin Ich für denk, eine das ganze Episode. Wir genau, aber wir werden sicherlich auch noch mal eine Hundeepisode ja. nachschieben. Ähm, ja, also. Star Trek durchdrungen, übrigens ein Hund, dann später ja bei der Ent Serie Enterprise, mhm. dann der Porthos, mhm. der Hund des Kapitäns, also auch da dann natürlich ein, ein Hund an Bord. Ein Beagle. Ein Beagle. Genau, aber wir kommen ab vom Thema. Es geht mhm. nämlich gar nicht um Star Trek, sondern es geht um Katzen. Und wir haben uns relativ naiv mal dazu entschieden, haben gesagt, das wird auch mal ein schönes Thema, und haben dann angefangen zu sammeln und alleine, wenn man die 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 Herkunft und die Domestizierung der Hauskatze im Grunde genommen darstellen wollen würde, äh, ist das gar nicht leistbar, ja. weil das äh, so viele Kulturkreise, das darf ich nicht sagen, ne, sondern Räume. Kulturräume Räume. Äh, und 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 Regionen auf der Welt umfasst und so viele äh, Besonderheiten hat, dass äh, das fast nicht machbar wäre. Wir können aber doch einen gewissen überblick vielleicht darüber geben. Und interessant ist, dass wir bereits vor neuneinhalbtausend Jahren zunächst mal erstmal Belege dafür gefunden haben, also nicht wir, sondern Archäologen, <laughs> äh, dass Menschen mit Katzen, äh, ja, zusammengelebt, zusammengelebt haben. haben. Ja. Und mhm. zwar nicht, nicht per Zufall, sondern auch gewollt, denn es gibt auf Zypern äh, das Grab eines Menschen, äh, der beigesetzt worden ist vor neuneinhalbtausend Jahren und ein paar Zentimeter von ihm entfernt ist, so ist die Interpretation, die Vermutung, seine Katze auch ja. beigesetzt worden. Die ich kann, ich kann jetzt nochmal sagen, also dieses Grab, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist in der Nähe von Tselerokambos. Und ähm, es zeigt wirklich tatsächlich, also Mensch und Katze sind, äh, wie gesagt, im, äh, im Abstand von 40 Zentimetern äh, voneinander begraben und sie sind auch gleich ausgerichtet. Und es ist wirklich nicht so, dass, das, dass die Katze da zufällig mit hineingeraten ist, sondern. Allein durch die Art der, der Grablegung wird deutlich, wie eng die Beziehung gewesen sein muss zwischen den beiden. Und das ist schon ein ganz ähm, ungewöhnlicher und sehr aufschlussreicher Fund. Und wenn wir uns jetzt so die Domestizierung, also Zypern ist eine Insel, das kann man ja auch mal sagen, rund 70 Kilometer draußen im Meer und war auch nie mit dem Festland verbunden. Das heißt, wenn da eine Katze war und beigesetzt worden ist, dann ist die von Menschen dorthin gebracht worden. Also auch deshalb ist dieser Fund ja so besonders. Und ähm, ich glaube, so ist es mir gegangen, so geht es, glaube ich, vielen Menschen, behaupte ich jetzt mal, wenn man sich da nicht gesondert eingelesen hat, ist so die Idee, dass die Katze ja so als wilde Katze in Ägypten irgendwann festgestellt hat, oh, guck mal, hier sind so Kornspeicher, da, da ist ja alles voll Mäuse. Prima, da brauchen wir uns gar nicht mehr anstrengen. Da ziehen wir jetzt mal ein in, in die Gegend oder sogar in die Kornspeicher. Und die ÄgypterInnen gedacht haben, oh, das ist sehr praktisch, weil dann bleibt unser Korn geschützt vor Ungeziefer und wird auch nicht aufgefressen oder verunreinigt. Und die, die haben dann die Katzen gewähren lassen. Mhm. Das ist eigentlich so die klassische Geschichte, die im Grunde genommen. Auch nicht wirklich falsch ist. Allerdings äh, kann man heute auch durch, durch, durch Genanalysen und Zurückverfolgung von äh, Genstämmen, äh, äh, um es mal so zu formulieren, feststellen, dass die Katzen eher tatsächlich, äh, die wir heute. Also, die Katzenart, die als ursprüngliche Katzenart gilt, auf die wir alle unsere Hauskatzen zurückverfolgen können. Mein Gott, es ist sehr warm hier <laughs> heute unter dem Dach. Äh, entstammen eher so dem Gebiet des fruchtbaren Halbmonds und das ist tatsächlich ein Begriff, muss ich gestehen, der mir in meiner äh, eurozentristischen Blindheit mal wieder äh, unbekannt war und das ist so ein äh, Gebiet, äh, das äh, von der nördlichen Rand der syrischen Wüste bis in die arabische Halbinsel hineingeht und auch Teile des heutigen Ägyptens umfasst. wir haben euch den Wikipedia Artikel verlinkt, da könnt ihr euch dann mal diese Karte angucken, das sieht auch so ein bisschen so ich weiß, es sieht für mich ehrlich gesagt aus eher wie so ein wie so ein Boomerang etwas verdickt, ja, mm -hmm. weniger wie so ein Halbmond. Und da scheinen tatsächlich die Urahnen unserer Katzen herzukommen. Wir haben aber tatsächlich inzwischen äh, auch Belege dafür, dass es auf dem afrikanischen Kontinent äh, quasi ein Urahn gegeben hat, im eurasischen Kontinent und dann eben äh, in, äh, aus dem fruchtbaren Halbmond. Und tatsächlich haben wir ja auch ähm, natürliche Katzenvorkommen, wenn man es mal so formulieren will, auf der ganzen Welt, mal abgesehen von der Antarktis und von Australien. Da sind die nicht... Äh, ähm, von alleine erschienen, sondern da, natürlich gibt es inzwischen auch Katzen, die durchaus auch Probleme in Australien verursachen. Aber die sind dahin gebracht worden. Das heißt, das ist so ein Stück weit die ähm, Geschichte. Und wenn wir uns jetzt auf die europäischen Hauskatzen beziehen, dann kann man sagen, dass diese Katzen, die insbesondere hier dann in Ägypten und das ist ja auch gut belegt und auch, auch beschrieben, äh, da eingedrungen sind in die in die in die Kultur in den Kulturraum des, des Menschen, dass es sich dabei um die sogenannte Falbkatze gehandelt hat, die afrikanische Wildkatze, die dann auch andere Bereiche äh, Afrikas zum Teil auch bis sogar bis in die Wüsten hinein äh, besiedelt und die haben sich tatsächlich mehr oder weniger selber domestiziert. Also die haben für sich als wilde Tiere festgestellt, dass es sehr sehr hilfreich für uns, wenn wir da uns da den, den, den Menschen annähern und die Menschen haben das natürlich auch festgestellt und daraus ist tatsächlich so eine äh, beidseitig ähm, ja, äh, erfolgreiche Beziehung entstanden. Der Begriff Falb übrigens, den musste ich mal nachgucken, steht für ein fahles Gelb. Damit ist so ein bisschen die Feldzeichnung beschrieben. Ich kannte das eher von Pferden. Ach so, ein ja. Falbe. Ja. Bin mhm. ich bin ich ja nicht so der der äh, Auskenner, was Pferde angeht. Und die sind auch eher so sandfarben, also da passt es natürlich aus. So. Und die sehen äh, einer, einer typischen Hauskatze auch sehr, sehr ähnlich, so wie wir sie erkennen. Also diese typische europäische ja. Kurzhaarkatze kann man in so einer Falbkatze sehr gut erkennen, wobei halt die Falbkatze an sich eher immer hell und sandfarben ist. Ja, wir müssen natürlich ein Stückchen Kulturgeschichte beschreiben der mhm. Katze. Wir wollen das aber relativ kurz halten und wahrscheinlich erzählen wir euch da draußen auch gar nicht so viel Neues, wenn wir äh, über die Katzen im antiken Ägypten sprechen. Äh, aber man muss es natürlich kurz erwähnen, denn es kommt in jeder Doku, überall, wo es um Katzen geht und um die Geschichte der Hauskatze, immer vor, dass die Katzen... Eher im antiken Ägypten, im alten Ägypten äh, verehrt wurden. Mhm. Das heißt also, sie waren Teil des äh, Göttinnenkanons äh, und ähm, wurden in verschiedenen Ausprägungen verehrt. Also wenn wir uns Bastet angucken, die ja eher so die Göttin der Fruchtbarkeit, die Beschützerin der Schwangeren, die Göttin der Feste ist. Dann haben wir natürlich bei dieser Göttin, die oft mit Löwen- oder Katzenkopf dargestellt wird, eine etwas andere Ausprägung, als wenn wir uns Sachmed angucken, die ja eher so die wilde Fassung ist, die Göttin des Krieges. Und ähm, diese beiden Gesichter der Katzen passen eigentlich auch ganz gut so zum Wesen. Das heißt also, man hat in den Katzen. Ja, verschiedene ähm, Ausprägungen und das schlägt sich eben auch da nieder, wobei Sachmit natürlich äh, wesentlich häufiger mit äh, Löwenkopf dargestellt wird. Und beide allerdings wiederum wurden auch eng mit der Sonne in Verbindung gebracht. Das kann man natürlich auch zum Teil auf die Farbe direkt zurückführen, aber auch zum Beispiel darauf, dass äh, Katzen sehr sonnenliebend sind. Ja, und wir können diese. Diese Verknüpfung, die Alexa gerade beschrieben hat, wenn wir da auch einen Zeitstempel dran kleben, dann sind wir so in der Zeit vor ungefähr etwas weniger als vor 5.000 Jahren ungefähr, also da die die ersten Katzen mit mit Halsband finden wir eben so ungefähr 5000, vor 5.000 Jahren auf Abbildung, also wir finden die Katzen nicht mehr, aber Abbildungen eben von Katzen mit Halsbändern, wo deutlich ist, dass sie als Haustier gehalten worden sind. Das heißt aber, dass wir eben da schon in der in der frühen Steinzeit, also vor 9.500 Jahren, so eine Beziehung festgestellt haben und diese Verehrung dann in Ägypten war aber dann tatsächlich auch erst ein bisschen Später. Also insofern spricht das schon dafür, dass die Katze da schon eine gewisse Erfolgsstory hinter sich gebracht genau, hat. Genau, Ägyptologinnen sprechen davon, dass die Verehrung von Bastet als einer katzenköpfigen Göttin so im zweiten Jahrtausend vor Christus äh, sich wirklich niedergeschlagen hat. Und dann gibt es ja die Idee, und das hört man auch häufig, das hört man gerade so oder liest man auch häufig so auf Internetseiten interessante Fakten über Katzen, dass man gesagt wird, die Katze war in Ägypten heilig, es durften keine Katzen getötet werden und äh, sie, das gab ein Ausfuhrverbot und da muss man sagen, das ist Unterm Strich wahrscheinlich insgesamt so nicht ganz richtig. Also ein Ausfuhrverbot, ja, das hat es tatsächlich gegeben. Das ist dann irgendwann aufgehoben worden, als die Römer äh, sich dann auch in Ägypten breit gemacht haben. Dann haben die die mit nach äh, in, ins Römische Reich gebracht. Aber dieser Satz, die sind heilig und die durften nicht gehütet werden, ist gar nicht zu halten, weil wir heute wissen, dass es zahllose äh, Katzenmumien gibt, die zu rituellen Zwecken auch zum Teil erstellt wurden. Das heißt, natürlich waren. Katzen, die HerrscherInnen gehört haben, die wurden wirklich groß und aufwendig mumifiziert, natürlich. Und auch die Katzenmumien sind durchaus aufwendig mumifiziert, aber es gibt heute durchaus auch Belege dafür, dass sie eben als Ritual beigaben. Ich will. Ich benutze mal den, wo wir fast kommerziell hergestellt worden sind. Das heißt, es sind eben auch Katzen zur Herstellung von diesen Katzenmumien tatsächlich getötet worden, äh, absichtlich, damit man daraus Mumien erstellen konnte. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass da nicht so eine ja, Überhöhung stattfindet. Ja, absichtlich getötet oder eben geopfert rituell. Ja. Also, ne? also das ist vielleicht dann der, etwas komplexer der, der mhm. bessere Begriff genau genau so und dann habe ich gerade schon gesagt natürlich dass wir dann von Ägypten ausgehend äh, Katzen im römischen Reich haben äh, Katzen die dann nach Indien und China gelangen und dann irgendwann ist so der Siegeszug der ähm, domestizierten hauskatze eigentlich nicht mehr aufzuhalten ja und jetzt kommen wir äh, in einen bereich den wir hinterher ähm, noch mal genauer beleuchten wollen denn ganz viele dokus die man sich über die kulturgeschichte der katze anguckt die ziehen dann eine direkte linie von den römern und griechen die da schon ein, ein zwiespältigeres verhältnis zu katzen haben und dann äh, natürlich die katze auch gerade die römer die katze nach europa bringen als hauskatze und das zusammen mit einem export äh, des isiskults und äh, der dann mit diana äh, mit dem diana-kult verschmilzt und mhm. dann kommt die christianisierung und dann bringt die kirche diesen äh, ISIS-Diana-Kult äh, mit Ketzertum und äh, heidnischen Bestrebungen äh, zusammen und damit eben auch die Katze in Verruf. Und dann folgt so im Mittelalter eine Zeit, in der die Katzen massenweise flächendeckend getötet werden, etwas, das dann den Ab jetzt ja, ab jetzt Anführungsstrich, bitte mithören. Ähm, ein äh, Umstand, der auch dazu führt, dass in Europa die Pest ganz besonders doll wütet. Und das ist etwas, jetzt mache ich die Anführungsstriche wieder zu, was wir uns hinterher nochmal genauer angucken müssen, ob man das tatsächlich so stark einfach sagen kann. Ja, Also damit haben wir aber so in, in wirklicher Kurzfassung die ja, Verbreitungsweg der Katze rasant. Im, im, im Schweinsgalopp quasi, im Katzengalopp, <laughs> einmal beschrieben. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, was hier für unseren äh, Bereich in Europa ganz wichtig ist. Äh, es sind tatsächlich die Nachfahren der Falbkatzen, die wir also auch hier im Huxella hq haben oder die ihr bei euch zu Hause habt, denn in Europa selber gibt es die europäische Wildkatze. Und da ist es interessanterweise so, dass die Europäische Wildkatze auch genauso aussieht wie unsere Hauskatzen im Grunde genommen. Besonderheit ist, dass der Schwanz sehr, sehr buschig ist der Katzen, dass sie in der Regel immer eine schwarze Spitze haben am Schwanz. Ähm, aber im Gegensatz zur Falbkatze, die ja dann irgendwann die Nähe zum Menschen nicht nur akzeptiert, sondern auch gesucht und und für sich als äh, Benefit äh, empfunden hat, ist die europäische Wildkatze nicht domestizierbar. Das heißt, das ist wirklich ein wildes Tier, was dem Menschen auch bis heute und auch durch die ganze Geschichte immer aus dem Weg gegangen ist, obwohl sie eben genauso aussieht äh, und interessanterweise so sind alle Katzenarten, also gerade auch die kleinen Jagdkatzen, die es so weltweit gibt, und da gibt es eine ganze Reihe davon, sich was das den Skelettbau und den körperlichen Aufbau angeht unfassbar ähnlich, aber eben die europäische Wildkatze zum Beispiel hier in unserem Bereich hat nie die Nähe zum Menschen gesucht, sondern ist immer wild geblieben und verzieht sich eher, wenn Menschen sehen Und obwohl sie nicht so wirklich gefährdet ist und auch weit verbreitet ist, sehen wir sie so gut wie gar nicht, wenn wir durch den Wald gehen, weil sie einfach sehr gut darin sind, sich vor uns zu verbergen. Und wir kommen nachher vielleicht auch noch mal auf die Anatomie und den Sinnesapparat von Katzen zu sprechen. Da haben sie uns was voraus. Die hören und spüren uns lange, bevor wir sie überhaupt <laughs> wahrnehmen können. Also das ist noch mal auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben nicht die europäische Wildkatze domestiziert, sondern eher eben die Falbkatze, die aus dem äh, fruchtbaren Halbmond oder dann eben aus dem, äh, oder vom afrikanischen Kontinent, so muss man es vielleicht sagen, stammt. Dann haben wir glaube ich jetzt so ein ganz äh, eben die 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 Herkunft der Katze beschrieben. Jetzt können wir uns nochmal mal anschauen, äh, ich habe es gerade schon angedeutet, die Anatomie und die Kommunikation von Katzen. Das ist nämlich auch ganz spannend und da gibt es ähm, sehr viel, was wir was wir sagen können zu dem ja, Thema. Ja, ich, ich kann da vielleicht ein, zwei persönliche Dinge <laughs> vorausschicken bei diesem ähm, Themenkomplex, bei diesem Teilkomplex dieser Folge, als es vor vielen, vielen Jahren darum ging, dass wir doch gerne Katzen als Haustiere hätten. Da habe ich, weil du ja äh, Alexander Katzenerfahrung hattest, immer gesagt, ja, aber ich bin ja mit Hunden aufgewachsen, ich kenne mich mit Katzen eigentlich gar nicht aus, ich finde sie toll, aber werde ich sie denn auch, weiß ich nicht, verstehen in ihrer Kommunikation? Und da hast du gesagt, das ist relativ einfach, sie werden dir sehr, sehr schnell zu verstehen geben, was sie gerade von dir wollen. Und exakt so hat es sich dann auch zugetragen. Äh, und Jetzt haben wir ja einen Skeptiket, einen Skeptikater namens Marty bei uns in der Familie und Marty ist aber mit einem Hund aufgewachsen. Mhm. Also als kleines Kätzchen in seine erste Familie gekommen und da war dann eben außer ihm nur ein relativ großer Hund. Mhm. Und Marty, das merkt man teilweise heute noch, hat er die Hundekommunikation gelernt. Und das war am Anfang, als er dann mit äh, Lilly äh, zusammenkam, schon ein bisschen ungewöhnlich zu beobachten, wie die beiden sich erstmal verstehen und annähern mussten. Denn Marty hat zum Beispiel so Unterwerfungsgesten gemacht, die glaube ich für Katzen eigentlich nicht ganz so typisch sind und eher bei Hunden vorkommen. Ja. Ähm das war sowieso eine interessante Geschichte. Da kommen wir zu dem ersten Aspekt. Die europäische Wildkatze ist ein absoluter Einzelgänger. Das können wir da nochmal erwähnen. Die Katzen, die wir typischerweise heute als Hauskatzen haben, sind durchaus Katzen, die gesellig sind. Und das sehen wir ja auch an unseren beiden Katzen. Die sind schon gerne da, wo wir sind. Das ist das eine natürlich. Und da, da können wir auch gleich mal damit aufräumen, dass Katzen eben Einzelgänger sind und keinen Kontakt wollen. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern Katzen binden sich sehr wohl auch recht intensiv an ihre Besitzerinnen. Jetzt haben wir Wohnungskatzen. Bei Freigängern ist, es, ist das ein bisschen loser, aber trotzdem auch sehr vorhanden. Und die Katzen haben untereinander auch ein Sozialverhalten. Das muss man ganz klar sagen. Die beiden haben sich ein bisschen ja anfreunden müssen aber das hat dann auch ganz gut geklappt also das ist so der erste Aspekt der häufig unterschätzt wird oder so also wird gesagt naja, ja aber die Katze äh, die ist ja so für sich alleine da hast du ja gar nichts davon das ist gar nicht der Fall sondern unsere Katzen wenn wir mal einkaufen waren und ja, nach Hause kommen, stehen die an der Wohnungstür und begrüßen uns und äh, äh, natürlich schlafen Katzen, das können wir hier an der Schlaufe mal erwähnen, Gut 70 Prozent eines Tages äh, einer Katze bestehen aus Schlaf. Das heißt, da sieht man sie dann in der Regel nicht, aber es ist schon interessant, dass sie meistig Schlafplätze dann aussuchen, die irgendwie in der Nähe sind. Es sei denn, sie wollen so wirklich, wirklich pennen, dann sieht man sie nicht mehr. Äh, aber das äh, zeigt schon, dass Katzen sich durchaus gerne auch an, an Menschen binden und dass ihnen das auch wichtig ist. und wenn man dann ganz interessant, wenn es so zwei drei Tage wenn es so besonders heiß ist oder irgendwie mal besonders laut oder rummelig hier ist im, im Haku äh, und dann der der Kater zum Beispiel nicht Gelegenheit hatte, seine schmuseeinheiten zu bekommen, dann spätestens <laughs> nach zwei Tagen wird man den auch gar nicht mehr los, sondern dann verfolgt er einem <laughs> quasi überall hin äh, und ähm, ähm, ja, will, will, will näher haben und da sind wir bei dem weiteren Punkt, nämlich Katzenkommunikation. Die ja in der Regel lautlos ist. Das ist auch so ein, so ein, so ein Mythos, dass Katzen äh, in der freien Wildbahn miauen würden und dass Katzen über Miauen kommunizieren. Das ist nicht richtig, sondern es sind eher die kleinen Kätzchen, äh, die diese Laute von sich geben, in äh, dem Wunsch natürlich dann, dass die Mutter sich um sie kümmert. Also das ist wie bei Babys, wenn die schreien, dann haben die was und dann sollte man sich um sie kümmern. Das ist bei den kleinen Kätzchen auch so. Erwachsene Katzen untereinander haben im Grunde genommen nur noch im Rahmen des Paarungsverhaltens, dass sie Laute von sich geben. Also wer schon mal Katzen in in freier Wildbahn, sie hat Paaren, hören, das ist relativ laut äh, und kann auch mal so klingen, als ob kleine Kinder schreien. Das ist durchaus manchmal... Nee, gerade die äh, Katze, die weibliche ja, Katze ist genau. Sehr laut. Genau, das liegt auch ein bisschen daran, dass an dem äh, äh, Penis des Katers so kleine Dornfortsätze sind. so das das Dann verankert der sich so ein Stück weit im Rahmen des Fortpflanzungsaktes in der Kätzin und das verursacht tatsächlich Schmerzen. Also auch deshalb, also nicht nur deshalb schreit die Katze, aber auch auch deshalb schreit die Katze. Wobei dieser Penetrationsmoment sehr sehr kurz äh, tatsächlich ist. Also Katzen per se lautlos, aber wie kommunizieren sie? Sie kommunizieren im Wesentlichen durch Pheromone, die sie ausschütten. Katzen können natürlich, sage ich jetzt mal, ähnlich wie Hunde deutlich besser riechen als wir Menschen. Und sie haben sowohl unter den Pfoten, in ihren Ballen, äh, was man ja auch gerne Jellybeans nennt, so in der Katzenwelt. Äh, guckt euch mal ein Foto von einer Katzenfoto von unten an, dann wisst ihr, warum man das auch Jellybeans nennt. Äh, da sind sie in der Lage, Pheromone auszuschützen. Sie haben aber auch an den... Und auch zu schwitzen. Und zu schwitzen tatsächlich, also da, da, da an den Pfoten können sie tatsächlich schwitzen, sonst können Katzen nämlich nicht schwitzen, äh, außer wenn sie hecheln, äh, können sie ihre Temperatur regulieren. Äh, sie haben aber auch im, im, im Gesichtsbereich so einige Pheromondrüsen und das erklärt natürlich dann auch, warum Katzen gerne an Wände sich schmiegen, um Stühle sich schmiegen, aber eben auch an den Menschen sich schmiegen. Das hat nämlich den einen Vorteil, dass sie ja markieren, äh, tatsächlich de facto, und äh, damit sozusagen ja wie so eine, wie so, ein, wie so ein Rudel, ist eher so für Hunde definiert, aber das ist dann die Community, die wird ähm, markiert und Pheromone sind halt auch wirklich wichtig, weil sie äh, in äh, Dunkelheit und wenn, wenn die Sichtverhältnisse nicht gut sind, sich über diese Duftmarken auch orientieren können. Auch deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie die Wohnung gerne markieren, weil Ihnen das bei der Orientierung äh, ein, ein Stück weit äh, hilft. Die Augen der Katze sind in Größe äh, oder Verhältnis zur Größe des Tieres sehr, sehr groß. Also Katzen haben sehr große Augen äh, und sie können äh, in einem sehr breiten Sichtfeld sehen. Also sie haben sehr gutes dreidimensionales äh, Sichtvermögen tatsächlich. Äh, was ganz interessant ist, und das habe ich dann durchs Lesen und Beschäftigen mit dem Thema gelernt, wir wissen ja alle, wenn es relativ hell ist, dass die Augen zu so eher schmalen Schmitz, äh, Schlitzen werden bei Katzen. Und das hat tatsächlich dann auch einen, äh, äh, ja, wie soll man sagen, einen gewissen Nachteil, weil sie äh, horizontale Linien, also so waagerechte Linien nicht so gut sehen können scharf sehen können und deshalb, wenn es hell ist und die Katzenpupille so ein ganz schmaler Schlitz ist. Legen Katzen häufig den Kopf ein bisschen schräg, weil sie damit dann waagerechte Linien etwas besser und schärfer sehen können und waagerechte Dinge in ihrem Blick fällt. Wir finden das ja immer ganz niedlich, wenn sie so ein bisschen schräg gucken. Ja, oder mysteriös. Ne? Das, das ist wieder so eine ähm, Geschichte, dass wir Katzen sehr, sehr leicht natürlich vermenschlichen. Mhm. Da nehme ich mich selber auch natürlich überhaupt nicht aus. Und äh, diese, diese Mimik, die teilweise einfach physiologische Gründe hat bei den Katzen, die interpretieren wir natürlich vor unserem eigenen Erfahrung. Horizont und äh, machen dann daraus vielleicht oh das ist aber niedlich die guckt uns so schräg an äh, oder aber sie macht sich vielleicht lustig über uns vielleicht ist es so ein bisschen hochmütig so und dann mal sehen was diese komischen Menschen da wieder machen also je nachdem wie unser eigener Erfahrungshorizont ist interpretieren wir eventuell auch das Verhalten von Katzen ganz anders. Mhm. Das Gesichtsfeld 200 bis 220 Grad der Vollständigkeit halber nochmal gesagt, also wirklich sehr breit. Wenn die Pupillen groß werden in der Dunkelheit, sehen sie ein bisschen unschärfer, die Katzen, aber dafür bekommt das Auge sehr, sehr viel Licht. Und Katzen haben hinten in ihrem Auge nochmal eine Schicht, die Licht reflektieren kann und damit nochmal das aufhellen kann. Also quasi so ein Restlichtverstärker, den die Katzen eingebaut haben. Und das können wir tatsächlich dann sehen, wenn die Katzenaugen im Dunkeln so ein bisschen leuchten. Das ist nämlich genau dann der Effekt, wenn so Restlicht vom Augenhintergrund der Katze reflektiert wird, dann leuchten ja die Augen so ein bisschen magisch sozusagen. Und daher kommt ja übrigens auch die Vorstellung, dass Katzen auch in völliger Dunkelheit tatsächlich etwas sehen können. Und das ist tatsächlich falsch, denn wenn ein Raum wirklich komplett total dunkel ist, kann eine Katze auch nichts mehr sehen. Also sie brauchen schon noch auch Restlicht, damit sie was sehen können. Katzen können sich aber auch bei absoluter Dunkelheit insofern sehr sehr sicher bewegen, weil sie zum einen ja die Pheromonspuren in der Regel in ihrem Revier bewegt, äh, verteilt haben und zum anderen besitzen Katzen ja auch die Tasthaare, die ganz wichtig sind. Die beschreiben wir gleich noch. Abschließend will man noch kurz sagen, dass die Katzen durchaus Farben sehen können, aber zum Beispiel kein Rot sehen können, weil ihnen dafür die Rezeptoren fehlen. Katzen sehen kein Rot. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht Rot sehen kann. Man weiß es nicht, also genau. Ähm, also was, die, was diese leuchtenden Augen in der Dunkelheit oder im Halbdunkel angeht und äh, auch natürlich die Tatsache, dass Katzen eher nachtaktiv sind, da brauche ich euch glaube ich gar keine Nachhilfe darin zu geben, wie man das interpretiert, äh, gemeinhin, wenn eine Katze sich dadurch bemerkbar macht, dass sie irgendwo sitzt in, im Halbdunkel und man nur die leuchtenden Augen sieht äh, und generell eben eher mit Dunkelheit in Verbindung gebracht wird. Äh, von da aus bis hin zu Katzen haben aber so ein bisschen was Dämonisches, ist es natürlich nicht weit. Da, da erzähle ich euch, glaube ich, nichts Neues. Mhm. Über den ganzen Katzenkörper verteilt sind Tastrezeptoren tatsächlich, äh, die wir besonders gut sehen können. Sind natürlich die Tast. Tasthaare so über den Augen und die berühmten Schnurhaare, die Katzen haben. Sie haben aber auch ein, äh, Tasthaare an den, an den Pfoten tatsächlich. Und damit können sie natürlich, ähm, wenn sie irgendwo durchlaufen und die Tasthaare werden berührt, dann wissen sie, oh, da steht was. Das hilft natürlich bei der Orientierung in Dunkelheit, aber die Tasthaare sind tatsächlich auch so. Sensitiv, dass sie sogar Windbewegungen und Vibrationen spüren können, die nicht direkt an den Tasthaaren, sondern in der Umgebung stattfinden. Und das hilft natürlich bei Jagdtiere, wenn mal so eine Maus vorbeitrippelt. Also die Vibrationen von Mäusepfoten, Rattenpfoten, wie auch immer, Nagerpfoten können Katzen dann über ihre Tastrezeptoren. Spüren und das hilft ihnen natürlich ungemein dabei, zum einen bei der Orientierung und dann natürlich auch bei der Jagd. Darauf sind sie ja ausgelegt. Letzter Punkt, auf den wir nochmal kurz eingehen können, ist das Gehör. Ähm Schwächer als bei Hunden, aber natürlich deutlich besser als bei uns Menschen. Insbesondere so in hochfrequenten Bereichen sind Katzen sehr, sehr gut. Es liegt aber auch daran, dass gerade Nagetiere eher im hochfrequenten Bereich Geräusche von sich geben. Das macht also Sinn, dass sie da besonders gut hören können. Und was ganz spannend ist, in den Katzenohren sind so um die 32 Muskeln verbaut, also pro Ohr. Und diese Muskeln dienen dazu, und das wisst ihr natürlich auch alle, dass Katzen ihre Ohren in alle möglichen Richtungen. Ähm, drehen können und, und anlegen das, können. und anlegen können. Und damit können sie dann tatsächlich ähm, zum einen natürlich das Gehör schützen, wenn sie es anlegen, zum anderen können sie aber auch sehr gut dann die Richtung, aus der ein Geräusch kommt, orten, weil das dann fast so ein wenig ist wie, ja, so Satellitenschüsseln, die man so richtet. Und dann kann man das äh, Signal äh, oder die Richtung, aus der ein akustisches Signal kommt, sehr, sehr gut orten. Also da sind Katzen sehr, sehr äh, gut und 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 ausgestattet auf ihren, auf ihren jagdimpuls letzter mythos den es ja um katzen auch immer gibt ist äh, dass katzen immer auf ihre pfoten fallen da möchte ich kurz einhaken und auf das katze toast experiment ja. <laughs> ja. also es gibt ja äh, die beobachtung dass ein marmeladentoast immer auf die marmeladenseite fällt und eine katze immer auf die füße das heißt also wenn man äh, einen Marmeladentoast mit der Marmeladenseite nach oben an eine Katze bindet und ähm, dann fällt dieses Konglomerat-Katze-Toast, äh, dann hat man ein Perpetuum mobile. Genau, die bleiben dann einfach in der Luft schwimmen genau, und drehen und dreh sich, sich äh, in unendlich. Unendlichkeit. Und damit mhm. hat man Schwerelosigkeit erfunden. Ja. Ähm. <laughs> Mich ähm, wie, wie rette ich das? Also Katzen fallen tatsächlich <laughs> immer auf ihre Pfoten, wenn die Fallhöhe ausreichend hoch ist. Also aus ganz kleinen Höhen funktioniert das nicht. Sie brauchen ein paar Zentimeter, um das zu tun. Äh, lange Zeit äh, galt äh, das äh, Gerücht, möchte ich fast sagen, dass der Schwanz der Katze dabei von entscheidender Bedeutung ist, weil sozusagen vom Schwanz ausgehend die Katze sich dann umdreht und äh, dass der Schwanz da eine ganz entscheidende Bedeutung hat. Heute weiß man, dass das eher nicht der Fall ist, sondern dass die Katze, dass ähm, diesen, diesen Drehreflex eher wirklich muskulär aus ihrem, aus der Mitte des Körpers, aus dem Chor. <laughs> ein Stück weit zieht und dabei dreht die Katze auch immer erstmal ihren Vorderkörper um, also dass da die Pfoten nach unten zeigen und dann den Hinterkörper und was ganz interessant ist, dass der Katzenkörper per se und das Katzenskelett extrem elastisch zusammengebaut ist. Und gerade der Brustkorb sehr knorpellastig, das ist quasi wie so ein kleiner Airbag im genau. Prinzip für die inneren Organe. Ganz genau, denn zum Beispiel die beiden äh, Schlüsselbeine die Katzen haben, sind gar nicht, also bei uns sind die Schlüsselbeine ja verwachsen, die die sind bei Katzen gar nicht mehr verwachsen, sondern liegen so im Muskelgewebe drin und sind da sehr flexibel und auch die Schultergelenke die Vorderschultergelenke von Katzen sind äh, sehr viel elastischer und und lockerer aufgehängt als unsere Gelenke und damit gelingt es dann Katzen tatsächlich beim Landen so eine Art Stoßdämpferreflex hinzubekommen. Zudem übrigens auch die Ballen der Katzen gehören insbesondere die etwas größeren Ballen, die hinten so an den foten sind. Wir haben ja diese kleinen Jellybeans, die an den ähm, ja Zehen in Anführungsstrichen bei den Katzen liegen. Übrigens ganz interessant: Katzen haben Typischerweise vorne fünf Zehen und eine Zehe ist so ein bisschen seitlich angebracht, fast wie ein Daumen. Das ist ganz interessant. Und hinten haben Katzen vier Zehen, wenn ihr euch noch nie eine Katze aus der Nähe angeguckt habt. Es gibt inzwischen Züchtungen, wo Katzen mehr Zehen haben. Und das finden Leute auch spannend, wenn das der Fall ist. Ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber. Und dann haben die Katzen da, wo wir tatsächlich auch den Handballen haben, nochmal so einen, so einen größeren Ballen, der auch so ein bisschen Jellybean-artig aussieht. Und das dient auch dazu, bei einer Landung aus größerer Höhe zu dämpfen, die Knochen ein Stück weit zu schützen, weil sich das gut komprimieren kann, ähm, dieser Bereich. Und damit gelingt es Katzen tatsächlich äh, auch Stürze aus großen Höhen zu überwinden. Es gibt Berichte von Katzen, die bis zu aus dem 18. Stockwerk gefallen sind, auf ihre Pfoten gelandet sind und dass ihnen nichts passiert ist. Ähm, da gibt es auch so die Idee, dass sie durch den den das Abspreizen der Beine so ein bisschen das Bauchfell auch wie so ein Fallschirm benutzen also gibt es viele Ideen warum das der Fall ist man sollte aber trotzdem wir sagen es einmal für allejenigen die Katzen haben Wohnungskatzen haben und einen Balkon haben vielleicht den Balkon abnetzen denn man muss ja das Schicksal nicht herausfordern in dem Fall. Und wenn wir hier schon Warnhinweise geben, äh, immer darauf achten, wenn man Fenster hat, die man kippen kann, ob eine Katze theoretisch in der Lage wäre, in dieses gekippte Fenster hineinzuklettern. Äh, weil das ist tatsächlich relativ tragisch, wenn das passiert. Mhm. Weil Katzen sich dann, wenn sie da drin hängen, äh, meist nicht mehr behelfen können und da auch zum Teil schwere Schäden bis zum Tod hinnehmen müssen, wenn sie in so ein Fenster eingeklemmt sind. Genau, also bitte Balkone und Fenster entsprechend sichern. Dann Habt ihr mehr Ruhe und der Katze, dem Kater kann nichts passieren. Ja. Ja, wir haben jetzt so einen Parfumsritt durch die Teile der Anatomie der Katze gemacht und hätten da natürlich noch unendlich viel mehr berichten können, aber das soll vielleicht tatsächlich. Ähm, Sollen, dass die ExpertInnen aus der Biologie weiter übernehmen. Also, wen das interessiert, da gibt es unzählige Dokus zur Abstammung der Katze, zur Anatomie der Katze, zur Art und Weise, wie sie jagt und so weiter. Also, da kann man sich wirklich umfassend ähm, informieren. Wir verlinken ja auch ein paar. Wir verlinken das auch, genau. Ähm, wir kommen jetzt zu ein paar populären Irrtümern, die sich erstaunlich hartnäckig halten. Mhm. Und fangen da mal an, mit dieser einfach nicht tot zu kriegenden Vorstellung, dass Katzen unbedingt ein Schälchen Milch brauchen, um glücklich zu sein. Mhm. Und das ist eigentlich ein, ein relativ komplexes Thema. Also wer mal in Zoohandlungen äh, unterwegs gewesen ist, wird sehen, es gibt auch solche äh, Produkte wie Katzenmilch, ähm, die man da so mehr oder weniger als Leckerli, als äh, Goodie mal zwischendurch füttern kann. Ja, und äh, natürlich gibt es in allen möglichen vor äh, darstellungen ähm, in der literatur in märchen und sagen und so weiter Gemälde. in gemälden immer so dieses, diese katze die da um die milchschüssel streicht Allerdings ist tatsächlich Milch für Katzen nun wirklich nicht das allertollste, was man machen kann. Also man sollte es tun bleiben lassen, denn während kleine Katzen also die Kitten noch Laktase bilden und äh, Milch verarbeiten können, ist das bei erwachsenen Katzen nicht mehr der Fall. Und man tut ihnen wirklich nichts Gutes. Es kann zu Durchfall, zu Erbrechen kommen, zu anderen Beschwerden, wenn man ihnen gibt, äh, wenn man ihnen Milch gibt. Erst recht, wenn es sich um Kuhmilch handelt. Also das sollte man wirklich äh, total sein lassen. Äh, und wenn man jetzt gar nicht anders kann, als die Katzen damit verwöhnen zu wollen, dann äh, nimmt man Wasser und äh, schüttet da irgendwie wirklich so, so einen ganz, ganz kleinen Hauch von Milch rein. Aber im Grunde genommen gilt, lasst es lieber sein. Es gibt ja so also die Berichte von Hofkatzen, von Landwirten, denen dann immer ein Schüsselchen Milch hingestellt wird. Da gibt es tatsächlich die Beobachtung, dass die Katzen, weil sie sie immer bekommen, die Milch. Äh, sozusagen, das ein bisschen besser verstoffwechseln können, aber theoretisch äh, reicht äh, ein Schälchen Wasser äh, für Katzen eigentlich. Und interessanterweise ist es so, dass Katzen per se im Grunde genommen ihren ähm, Feuchtigkeitshaushalt oder den Feuchtigkeitsbedarf über, eher über ihre Nahrung stillen. Also tatsächlich, wenn eine Katze eine Maus fängt und die isst oder Nager fängt, dann ist ja da auch Flüssigkeit drin. Ich glaube, das braucht man nicht weiter erklären und ausführen. Und das deckt den nahezu schon den Flüssigkeitshaushalt. Ja. Also sie trinken auch Wasser tatsächlich, aber Meistens relativ wenig. Also wer, wer Furcht hat äh, von euch da draußen, dass die Katze der Kater bei gerade warmem Wetter zu wenig trinkt, der kann ja mal versuchen, äh, interessantes Wasserspielzeug oder einen Brunnen oder was weiß ich aufzustellen. Oder aber, wenn ihr Feuchtfutter gebt, dann noch ein Löffelchen Wasser mehr reinzutun. Dann sollte es eigentlich okay sein und generell gilt so die Empfehlung, dass man Katzen nicht nur von Trockenfutter ernähren ja. sollte, weil das dann schon ein bisschen problematisch ist. Wobei äh, das auch schwierig ist, weil manche Katzen da wirklich eher drauf stehen. ja, äh, Trockenfutterfans sind äh, und es gibt ja sowieso Katzen, die sehr picky sind, was ihr Futter angeht. Also, es ist komplex das Thema und ich glaube allein über Katzenfütterung Könnten wir jetzt irgendwie 40 Folgen machen. Wir lassen es aber bleiben, weil das eben ein Thema ist, wo es auch so individuelle Gründe und Entscheidungen gibt, dass man das am besten, wenn überhaupt, mit Tierärzten oder Tierarzt klärt. Denn es gibt ja auch natürlich Katzenkrankheiten, auf die können wir jetzt gar nicht eingehen, aber dazu gehört zum Beispiel, dass Katzen im hohen Alter auch Probleme mit den Nieren bekommen und da ist natürlich der Flüssigkeitshaushalt ganz mhm. entscheidend. Da dann bitte ähnlich wie bei Menschen mit dem äh, Tierarzt, Tierärztin ja, des Vertrauens sprechen, dass der Hahn zu konzentriert ist irgendwann. Also äh, lasst eure Katze regelmäßig durchchecken. Das hilft am allermeisten und euch beraten. Das hilft am allermeisten. Genau. Der nächste, das nächste Missverständnis und das geht wirklich schon fast in Richtung Aberglaube, Urban Legend, sagenhafte Erzählung, ähm, ist die Vorstellung. Jetzt Achtung Triggerwarnung. Es geht um Todesfälle bei Babys, äh, bei Kindern, äh, dass Katzen, wenn sie in einer Familie sind und äh, es kommt da ein neues Baby in die Familie, ähm, die Rivalität, die sie dann verspüren, zu diesem Neuankömmling so ausleben, dass sie ihr äh, Schnäuzchen in den Mund des schlafenden Babys stecken und ihm sozusagen da direkt den Atem nehmen und das Kind dann erstickt. Also ich sage euch wahrscheinlich äh, nichts Erstaunliches, wenn ich berichte, dass da nichts dran ist, dass es nicht nachgewiesen ist, dass das ein Katzenverhalten ist, was tatsächlich zu Todesfällen führt. Es hat ähm, vereinzelt Fälle, die dokumentiert sind, gegeben, wo ähm, Babys leblos aufgefunden wurden und die Familienkatze lag dort auf dem Kind aber ähm, entsprechend bei Untersuchungen wurde eben festgestellt, dass es sich da um Fälle von plötzlichem Kindstod gehandelt hat und kein Zusammenhang mit dem Verhalten der Katze festzustellen war. Was da auch mitschwingt, manchmal in manchen Schilderungen, ist so die Vorstellung, dass der Atem des Kindes nach Milch riecht und dass die Katzen davon angezogen werden und dann gepaart eben mit dieser mit diesem Konkurrenzgedanken ähm, sozusagen Mordlust entwickeln und das Kind umbringen wollen. Und da sind wir natürlich wirklich schon Schon Im Reich der Mythen und des Aberglaubens und einer Dämonisierung der Katze, über die wir in anderem Zusammenhang nachher sowieso nochmal sprechen müssen. Generell im Verhalten mit Katzen ist es gar nicht so schwierig. Also natürlich, wenn ein Baby kommt, das ändert was für das, für das Rudel, für die Sippe, in der die Katze sich als soziales Tier, das haben wir ja schon beschrieben, befindet, was aber nicht heißt, dass die Katze natürlich nicht ein Baby oder einen menschlichen Nachwuchs akzeptiert, ganz im Gegenteil, es gibt auch wirklich sehr, sehr süße Katzenvideos, die wir uns ja auch manchmal anschauen, wo dann die Katze völlig begeistert ist von von Babys und dann auch mit in die zum Teil in die Babykrippe klettert und dann mit dem mit dem Baby zusammen zusammen übernachtet. Also das ist, was Alexa beschrieben hat, natürlich ein purer Aberglaube. Generell vielleicht nochmal an der Stelle: Katzen kommunizieren relativ eindeutig, ob man sich ihnen nähern darf oder nicht. Also man kann an der an der Mimik und auch zum Beispiel am Schwanz einer Katze sehr genau erkennen, ob man sich ihr nähern kann oder nicht. nicht Wir haben bei unserer Skeptiker Lilly zum Beispiel den Fall, dass wir sie ja aus dem Tierheim geholt haben, da war sie noch relativ klein und sie gewisse Traumata wohl erlebt haben muss. Die hat unglaubliche Angst vor Schiffshörnern. Das heißt, wenn wir einen Film gucken da gibt es ein Schiffshorn oder auch eine, eine Eisenbahn, ne? so, so ein historischer hm. Film, wo dann so eine Eisenbahn tutet. Also wenn tutet, genau. So eine Dampflok, mhm. dann ist sie sofort hellwach und knurrt, ist, und knurrt und ist aufgeregt. Also wir wissen natürlich nicht, wo das herkommt. Und bei Lilly ist es zum Beispiel so, dass wir beide gelernt haben, dass man sich hier immer von vorne nähert. Also am Anfang hat man ja manchmal den Impuls, wenn eine Katze irgendwo niedlich schläft, sie anzufassen. Und wenn aber der Griff sozusagen von hinten kommt und sie damit gar nicht rechnet, dann kann es sein, dass sie dann sofort einem einen wischt. Das ist bei unserem Kater überhaupt nicht der Fall. Den kann man, wenn der schläft, im Grunde genommen sofort hochheben so Schiff, ja. und ist so ein Schaf. Und aber das, das lernt man dann relativ schnell. Und solange man sich dann unserer Katze von vorne nähert, der Lilly, äh, und sie sieht, dass man kommt und das wahrnimmt, dann kann man sofort sehen, wenn sie die Ohren anlegt oder der Schwanz anfängt stark zu schlagen, dann hat sie gerade keinen Bock. Und wenn sie aber eher freundlich äh, guckt, übrigens Katzen mit halb geöffneten Augen, die am angucken, ganz positives Zeichen, dass das Ach. heißt, äh, dass sie einen mögen und ja, der Katzenkuss. Wer, wer ähm, erfolgreich mit einer Katze kommunizieren will, Kontakt aufnehmen möchte und eben nicht gleich mit der ausgestreckten Hand äh, hingehen will, was man wirklich tun liest, vermeiden sollte bei fremden Katzen und auch bei den eigenen manchmal ist, dass man dieses Slow Blinking äh, mhm. machen kann. Also das langsame Zublinzeln signalisiert der Katze, wow, ich finde dich toll, äh, du bist cool, äh, ich nehme mal so nett mit dir Kontakt auf. Äh, und ähm, wenn man das wirklich macht und die Katze kennt das und ist in dieser Kommunikation äh, geschult, äh, dann äh, blinzelt die auch langsam zurück. Manchmal. Und das ist dann so eine nette Kontaktaufnahme, dann versteht man sich, dann ist man schon irgendwie so ein bisschen bekannt miteinander und dann läuft die Kontaktaufnahme generell besser. Und eine Katze, die äh, dann auch wegguckt und gähnt, das ist dann nicht, dass sie gelangweilt <laughs> ist, sondern das ist eher ein Zeichen ja. dafür, dass sie keine aggressiven. Ja. Handlung gerade vornimmt. Und man liest zum Beispiel auch ganz häufig, dass Katzen beim Putzen auf keinen Fall gestört werden sollen und Katzen beim Putzen äh, immer für sich sein wollen, weil die Fellpflege für eine Katze ganz wichtig ist. Es gibt so Angaben, dass Katzen 17 Stunden am Tag schlafen oder 16 Stunden am Tag äh, und dann unter Umständen bis zu sechs Stunden mit der Fellpflege äh, verbringen. Äh, dann, dann ist der Tag auch schon gut ausgefüllt. Und da kann man auch wieder sehen, das liegt so ein bisschen an den Tieren und am Verhältnis, das man als Mensch zu dem Tier hat. Denn unsere beiden Katzen mitunter liegen auf uns drauf und putzen sich dann. und dann ist ihnen das völlig wumpe, dass sie, wir da sind. das ist dann nur nervig, wenn wir uns bewegen. weil wenn wir eine katze gesehen haben, die sich putzt, die verrenken sich dann manchmal, dann verlassen sie sich natürlich darauf, dass der untergrund stabil bleibt. da muss man dann halt stillhalten, so lange. aber das, noch das mal ist ganz überhaupt richtig. so, wenn eine katze auf dem schoß sitzt, dann wird sich so lange nicht bewegt, bis die katze von alleine aufsteht. Das, ich glaube, äh, alle menschen, die äh, alle ihr da draußen, die ihr katzen habt, ihr wisst das. ja, also unsere also katzen sind nicht vieh, sondern katzen. Teilen das eben mit. Also nochmal gesagt, wenn Ohren angelegt werden, knurren sowieso oder eben anders als beim Hund, wenn bei einer Katze der Schwanz stark wedelt, vor allen Dingen auch im Liegen dann sollte man sie in Ruhe lassen. Und wenn eine Katze anfängt, auch das äh, kann man beobachten, äh, so äh, zu schwatzen, also mit der Zunge sich so über die Nase zu fahren, das sehr, sehr häufig macht, dann ist sie auch ein bisschen genervt. Das ja, ist dann fühlt so äh, sie sich nicht wohl in der Situation. Dann sollte man die Situation, was auch immer sie gerade ist, auflösen, also weggehen, eventuell sie in Ruhe lassen. Genau. Oder, äh, ja. Das, das nochmal zur Kommunikation ja. vielleicht mit der Katze ergänzend äh, und, und zu den Babys. Genau. Ähm, und jetzt... Hattest du noch eine Geschichte ähm, rausgesucht, die sich mit einem deiner Lieblingsthemen, nämlich mit der Raumfahrt, äh, ja. beschäftigt? Äh, und es geht um Felicette, ja. die in 1963 was erlebt hat? Ja, Felicette, äh war die erste Katze, die ins Weltall geschossen wurde und das auch überlebt hat und dann auch wieder heile gelandet ist, in französische Katze. Da befinden wir uns natürlich zur Hochzeit des Kalten Krieges und natürlich auch Wettlauf ins Weltall zwischen der Sowjetunion, den Vereinigten Staaten und auch Frankreich. War natürlich interessiert an Forschung im Weltall, die ESA zur damaligen Zeit noch nicht so wirklich existent. Und die haben sich dann überlegt, dass man Katzen eventuell ins Weltall schicken könnte, haben da fünf, glaube ich, oder sechs Katzen im Ausbildungsprogramm gehabt. Und Felix Set war dann diejenige, die am freundlichsten war. Und die haben sie dann tatsächlich mit einer Rakete ganz kurzfristig ins Weltall geschossen. Sie ist dann auch wieder gelandet. Es gibt dann noch eine schöne Geschichte von einem Kater Felix, der. Offensichtlich abgehauen sein soll vor dem Start äh, und ausgebüxt ist. Und äh, deswegen hat man dann Set genommen, weil Felix eben abgehauen ist, der wollte nicht ins Weltall fliegen. Ja. Äh, diesen ja. Kater hat es ja. allerdings nie gegeben, Ach obwohl so. es in Frankreich okay, ist Urban Legends, ne? obwohl es in Frankreich tatsächlich Briefmarken äh, mit ihm gibt, <laughs> weil man die Geschichte so spannend fand. Den hat es nicht gegeben. Set hat dann so. Aber das spricht auch wieder so für die Vorstellung äh, der Katze mit dem eigenen Willen und so, ne? Ja, ja, Letztlich, genau. weil ich nur ne, habe ich keine Lust auf Raumfahrt. Ich äh, Verschwindet. Ich hau mal ab, Rakete, finde ich nicht so cool. <laughs> Felicette äh, äh, ist also zurückgekommen und hat dann noch und, äh, der Forschung gedient. Äh, da äh, möchte ich dann gar nicht mehr so drauf eingehen. Das könnt ihr euch dann, wenn ihr das mögt, durchlesen oder auch nicht. Auf jeden Fall war das die erste Katze, die ins Weltall geschossen worden ist, 1963, und das auch überlebt hat. Also insofern nochmal so eine kleine Weltraum-Anekdote, die natürlich hier auch noch mit rein muss. Ähm, und dann. Also wie, wie fängt denn das an? Wir sagen, äh, lass mal eine Folge über Katzenmythen machen und was macht man dann? Äh, man gibt in eine beliebige Suchmaschine Katzen äh, unter Stichwort Fakten oder Mythen oder interessante Fakten oder lustige Fakten ein und guckt mal, was da so kommt. Und was äh, tatsächlich auf, auf ganz vielen Seiten, das sind dann aber auch so Seiten von Futtermittel- und Tierbedarfsläden, sage ich mal, oder tatsächlich äh, Schokoriegeln mit einer Katze im Namensbezug. Ich will jetzt keine Werbung mehr machen, weil die müsste uns natürlich Millionen von Euro zahlen, damit wir sie namentlich erwähnen. Oder auch irgendwelche Portale für Katzen, was auch immer. Die haben natürlich dann immer die zehn lustigsten Fakten, die zwölf interessanten Fakten, 14 interessante Fakten. Und vieles davon stimmt. Aber was man da eigentlich fast immer mitfindet, ist, dass Isaac Newton, also der Isaac Newton, Sir, Sir, Sir Isaac, Isaac Newton. Newton quasi, die Katzenklappe erfunden hat. Und wenn das dann noch ein bisschen ausführlicher dargestellt wird, dann wird dann immer gesagt, dass er eine Katze gehabt hat, die er auch sehr gerne gemocht hat. Und die hat ihn halt immer gestört, wenn er seine Erfindung gemacht hat, weil die dann immer rein wollte ins Labor und raus wollte aus dem Labor. Und das hat ihn genervt. Und da hat er die Katzenklappe erfunden, damit die halt ihn nicht immer ständig gestört hat. Und das findet man wirklich auf unendlich vielen Seiten. Und das ist halt Quatsch, weil natürlich die Idee, den Zugang einer Katze in die Wohnung zu gewähren oder in ein Haus zu gewähren. Ähm, ohne dass man jedes Mal die Tür aufmachen muss, ist deutlich älter und man findet also wirklich auch schon in, in, in Häusern aus dem 14. oder 15. Jahrhundert tatsächlich so etwas wie Katzenklappen, die auch offensichtlich ganz genau dafür gemacht worden sind. Und das war natürlich lange vor der Zeit von Isaac Newton. Das heißt, vielleicht hat Isaac Newton bei sich in seinem Labor so eine Katzenklappe eingebaut, aber ganz sicher hat er sie nicht erfunden, weil da schon andere schlaue Menschen vorher äh, drauf gekommen sind. Die eng mit Katzen zusammengelebt haben. Na klar. Das dann äh, im ausgehenden Mittelalter in der frühen Neuzeit, wie du gerade beschrieben hast, also auch äh, interessant, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Und wir können auch mal ganz kurz natürlich den Mythos, der kein Mythos ist, sondern den, den Fact ganz kurz zitieren, den wir auch ungefähr 5000 Mal am Tag zitieren. They freeze in doorways. Ja, das ist tatsächlich. Fun. Sie frieren in äh, Türübergängen ein. Was Katzen nämlich machen, ist, äh, eine Tür ist zu, sie gehen dahin, sie kratzen, sie randalieren, sie sagen, warum ist die Tür zu? Ich will, dass die offen ist. Man macht die Tür auf und dann sitzt sie <laughs> vor in, dieser, der Tür. in der Tür und geht aber nicht rein ins Zimmer und man kann die Tür Laug aber nicht verschließen. <laughs> ja. ja, wie dieses Sprichwort sagt, they freeze in doorways. Und das ist etwas, was wir auch bei unseren Katzen ständig Stimmt. erleben. Ständig. Ähm, ständig. Träuft sich mal am Tag. Genau, was übrigens äh, von einigen Verhaltensforschern übrigens auch beschrieben wird. Wer Katzen hat, dem erzähle ich jetzt auch nichts Neues, ist, wenn Menschen auf die Toilette gehen, kommen Katzen in der Regel auch gerne mit und sind dann mit dabei und streifen um die Füße. Und da gab es äh, tatsächlich Verhaltensforscher, die sagen, das hat einen Hintergrund, dass Katzen das tun. Weil eine Katze weiß, wenn man sein Geschäft erledigt, ist man... Ein Stück weit exponiert und in Gefahr. Weil da könnten Fressfeinde einen bei erwischen, weil das ist halt, da ist man irgendwie abgelenkt und beschäftigt. Und Katzen lernen offensichtlich, dass Menschen ihr Geschäft dann eben auferrichten und sie kommen mit so einige dieser Verhaltensforscher, um aufzupassen, dass man das Heile übersteht. Das heißt, das ist eigentlich so eine Fürsorge von Katzen. Okay, so sagen es einige Verhaltensforscher. Ich kann das nicht so ganz verifizieren, äh, aber es ist schon erstaunlich, wenn die Toilettentür offen ist und die Badezimmertür auf ist, dann ist die Katze mit mit drin im Zimmer. Das ist einfach so. Vielleicht aber auch, weil die Tür vielleicht nicht immer offen ist und direkt um will. Äh, Ich wollte es ja. mal erwähnt haben. Also, das ist so eine Geschichte. Äh, da muss ich Also, die Frage wenn, ins wenn ihr da genaueres kommen. findet, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Da wüsste ich gerne mehr drüber. Okay. Genau, also, jetzt kommen jetzt wir auf Jetzt kommen das wir zu dem Thema, um das wir die ganze Zeit schon wie die Katze um den Brei Eisenbrei oh. herumgeschlichen sind. Jetzt müsste ich so ein Geräusch haben wie eine Münze, wenn ein fällt. Ja, äh, nämlich die Frage, wurden äh, Katzen im Mittelalter tatsächlich flächendeckend dämonisiert und verfolgt? Und das wurde tatsächlich, wie ich euch das am Anfang so kolportiert habe, äh, in einer Doku, die wir uns angeguckt haben, so beschrieben, als bestünde das ganze Mittelalter in Europa daraus, äh, dass da Prediger übers Land gezogen sind, die gesagt haben: äh, Katzen sind alle Dämonen und ihr müsst sie alle vernichten. Und diese flächendeckende Vernichtung. Richtung habe dann dazu geführt, dass die Pest ganz furchtbar schlimm gewütet hätte, und das kam mir gleich in der Doku schon so überspitzt vor, mhm. dass ich mir gedacht habe: Aber halt Moment, also so einfach ist es in den seltensten Fällen. Ähm, was steckt denn da dahinter? Und ähm, ich bin im, im Netz auf der Suche nach Fachliteratur zu dem Themenkomplex gegangen und habe da tatsächlich sehr sehr Widersprüchliches gefunden ähm, und wie so oft ist es so, dass verschiedene Umgangsweisen mit Katzen ähm, parallel liefen und dass es verschiedene Möglichkeiten gegeben hat, also wie Katzen im Mittelalter gesehen, äh, gehalten ähm, wurden, wie mit ihnen umgegangen wurde. Und es gibt da so Schlaglichter, die man so drauf werfen kann. Es gibt ähm, einen Artikel von der University of Bangor, in UK, den Linken war euch da natürlich auch drunter unter die Folge. Da wird schon beschrieben, dass Katzen im Mittelalter einen schlechten Ruf hatten. Ich denke, da brauchen wir uns auch keine Illusionen zu machen. In Teilen wurden sie mit Teufelsverehrung, übrigens nicht ausschließlich bei Hexen, sondern schon viel früher, als es darum ging, Ketzer zu verfolgen, in Zusammenhang gebracht. Das hat es also tatsächlich gegeben. Einer der Gründe übrigens, warum Katzen da so ein bisschen in Verruf waren, war so die, ähm, wie soll man sagen, sehr strenge Moralvorstellung, die man äh, sicherlich in der Vergangenheit hatte. Denn Katzen, äh, also Frauen, tatsächlich dann in dem Fall Kätzinnen, werden ja rollig und äh, sind dann sozusagen, ja, äh, sie machen relativ deutlich, dass sie jetzt sexuell aktiv sein möchten. Ähm, und Katzen können sich dann auch mit mehreren äh, Katern paaren in dieser Zeit. Und es ist laut und man hört es dann auch, wenn sie das tun. Und da gibt es so die Hypothese, dass das natürlich so den äh, als, als ähm als lasternd oder lüsternd empfunden wurde und damit die Katze als schlechtes Beispiel für Verhalten hervorgenommen wurde. Ähm, sicherlich, wie Alexa gleich das auch ausführt, auch nur so eine Teilkomponente und sicherlich nicht, nicht flächendeckend und überall, aber so ein, ein Versuch der Interpretation, warum man den Katzen so ein bisschen einen schlechten Ruf auch mal andichten wollte gelegentlich. Ja, ähm also es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, das ist eher so religiös begründet, weil nämlich im Zuge der Christianisierung die Christen sich bemüht haben sollen, zum Beispiel den Freierkult, also Freier wird ja auch oft mit einem Wagen, der von Katzen gezogen wird, dargestellt, dass da irgendwie darin begründet liegt, dass man das irgendwie alles in, einem, in ein schlechtes Licht drücken wollte. Und was in, in diesem Zusammenhang, also bei der Ketzerverfolgung, also wir sprechen vom 13. Jahrhundert und der gleichzeitigen Katzenverfolgung oder Dämonisierung oft erwähnt wird als Quelle, ist ein päpstliches Schreiben, genauer gesagt von Papst Gregor IX. Äh, in dem es eben genau darum geht, die Praktiken von Ketzern zu schilden. Und dieses Schreiben es ist tatsächlich strittig ob man es wirklich als bulle bezeichnen kann als päpstliche bulle also mit brief und siegel sozusagen oder eben ob es tatsächlich nur ein schreiben gewesen ist ähm, diese quelle heißt vox in rama das heißt eine stimme in rama und ähm, darin wird tatsächlich geschildert dass die ketzer verschiedene rituale haben an denen Tiere beteiligt sind und eben auch eine schwarze Katze beteiligt sein soll und im Zuge dieser sündhaften Rituale, die da durchgeführt werden, müssen die Ketzer dieser Katze den Hintern küssen. Das ist also etwas, was dann dafür hergenommen wird, dass Katzen alle des Teufels sind, dass alle Katzen ähm, Schlechtes in sich tragen und dass sie eben in diesen Ritualen gebraucht werden und dass man eben alle Katzen vernichten muss. Ganz so einfach und ähm, einflussreich äh, ist es aber tatsächlich nicht. Dieses Schreiben ist an verschiedene ja, Königshäuser, Herrscherhäuser gegangen, also einmal an Kaiser Friedrich II. und seinen Sohn König Heinrich, dann an Siegfried III. von Eppstein, von Mainz und an Bischof Konrad II. von Hildesheim und an Konrad von Marburg und ähm, an ein paar Bischöfe. Und tatsächlich werden da Bischöfe dazu aufgerufen, sich eben an dieser Ketzerverfolgung zu beteiligen und ähm, viele KulturwissenschaftlerInnen sagen eben, dass das sozusagen die Initialzündung ist, auch Katzen zu vernichten. Ganz so einfach ist es aber tatsächlich nicht, denn gleichzeitig haben wir eine ganze Kultur, auch in Europa, in denen Katzen ganz selbstverständlich als Haustiere gehalten werden. Und da gibt es wirklich ganz respektable Menschen, die sich mit Katzen darstellen lassen. Diese Darstellung haben wir natürlich. Und die auch gar keinen Hehl daraus machen, dass sie diese Katzen verwöhnen. Also wenn dann adelige Damen irgendwelche Decken anfertigen lassen für die Katzen ähm, oder sich eben mit ihnen porträtieren lassen und sogar Gelehrte und gerade in Klöstern wurden eben sehr oft Katzen gehalten. Ähm, wenn dann Gelehrte und äh, Klostermenschen. Nachrufe auf Katzen veröffentlichen. Also wenn sie ihnen ähm, nochmal nach ihrem Tode schreiben, wie toll das gewesen ist, dass sie da gewesen sind und wie schön das war, mit ihnen zusammenzuleben, dann rückt das natürlich Katzen in ein ganz anderes Licht. Und wir haben da wirklich eventuell ein, ein zwiespältiges Verhalten. Also diese ganzen abergläubischen Dinge, diese ganzen abergläubischen Motive, äh, die hat es sicherlich gegeben. Und es mag sicherlich auch. Ähm, nicht flächendeckend, aber punktuell mal Katzentötungen gegeben haben. Aber es ist eben nicht so einfach, wie in dieser Doku dargestellt. Es gibt einen Aufsatz von 1995, ähm, der den Titel trägt Killing Cats in the Medieval Period, an unusual episode in the history of Cambridge, England. Also das Töten von Katzen im Mittelalter, eine ungewöhnliche Episode in der Geschichte von Cambridge und das wort ungewöhnlich ähm, im titel zeigt eigentlich schon dass es eben kein normales verhalten gewesen ist das da in diesem aufsatz beschrieben wird. es geht da um das auffinden von 79 getöteten katzen. Äh, dass man sich auch nicht so ganz erklären kann und es ist eben die frage ob diese katzen wegen ihres pelzes getötet wurden. Hm. also selbst wenn man dann ähm, funde hat wo viele katzen getötet wurden ist es immer noch fraglich warum sie getötet wurden. Uh, und ob das eben eventuell wegen Verwendung von Teilen der Katzen in der uh, Volksmedizin uh, gewesen ist, oder eben wegen ihres Pelzes oder was auch immer. Uh, und es ist wirklich die Frage, ob äh, der, der Grund immer eben ein, ein solches päpstliches Schreiben wie Vox in Rama gewesen ist. Ähm, und es wird natürlich, das muss ich der Vollständigkeit halber, äh, auch noch dazu sagen, ganz oft der Hexenhammer äh, hergenommen, wo dann eben der Hexe angedichtet wird, dass sie eben ähm, Rituale mit Katzen durchführt oder sich gar in Katzen verwandeln kann. Und dass wir natürlich im Märchen, in Sagen, im Volksglauben die Vorstellung haben, dass Katzen und Hexen einhergehen. Die Frage ist immer, wie wirkt sich das dann auf eine Gesellschaft flächendeckend aus? Und sind es Einzelfälle? Oder ist es eben ein Verhalten, was eine komplette Gesellschaft prägt? Und ich glaube, so einfach können wir es uns nicht machen. Da haben wir einen interessanten Einblick gehabt, der sicherlich äh, nochmal ein ganz eigener Forschungsgegenstand sein könnte. Auch das können wir sicherlich ähm, nur anreißen in dieser Episode. Und eigentlich hatten wir jetzt noch gedacht, wir machen jetzt noch die Katze in <laughs> Märchen und Sage, an <laughs> wir nur auf den Zelt und da hattest du auch noch mal einen ähnlichen Ex Exkurs. Mhm. Ich glaube, das machen wir ein andermal. Ja, oder? ich gucke gerade auf die Zeit und äh, bin erstaunt. Ja, und vor ja. allen Dingen wäre es schade, wenn wir es jetzt hier so reinquetschen und kurz ja. machen. Dann lieber noch mal irgendwann, wenn ihr Interesse habt, dass genau, wir uns da das noch uns mal ähm, intensiv mit mit der Katze in Märchen und Sage beschäftigen. Ähm, das gibt sicherlich eigentlich noch mal eine ganze Episode, mhm. oder? Ja, definitiv. Dann machen wir hier an der Stelle das Katzenbuch mal zu und hoffen, wir haben euch vielleicht ein bisschen was Neues erzählt. Für alle, die KatzenbesitzerInnen sind, da werdet, werdet ihr sicherlich euch an vielen Stellen vielleicht wiedergefunden haben. Und für alle, die so gar keinen Zugang zu Katzen haben, vielleicht war da auch was Interessantes für euch dabei. Katzen sind sicherlich sehr, ähm, interessante Tiere und nicht ohne Grund es ist es ja so, dass die Katze zum beliebtesten Haustier äh, gehört. Äh, für alle Katzenallergiker nochmal der Hinweis: die sind nicht die Katzenhaare, die die Allergie auslösen. Deswegen sind haarlose Katzen jetzt auch nicht der Weisheit, letzter Schluss, sondern äh, tatsächlich ist es im Speichel der Katzen. Etwas, auf das man allergisch reagiert und dadurch, dass Katzen sich natürlich putzen und der Katzenspeichel an den Katzenhaaren dran ist, löst das natürlich die Allergie aus. Das wird auch häufig falsch verstanden. Und deshalb können auch haarlose Katzenzüchtungen, die ich tatsächlich etwas befremdlich finde, aber es gibt Menschen, die finden die schön, sondern dann ist es so. Aber die sind halt kein, kein Garant dafür, dass man dann keine Allergie hat. Zum Schluss äh, noch zwei ganz persönliche Bitten, wirklich nur Bitten von mir. Könnt ihr beherzigen oder es auch bleiben lassen? Äh, zum einen, bitte lasst eure Katzen kastrieren, mhm. gerade wenn sie Freigänger sind. Es gibt viel zu viele äh, Kätzchen, die in Tierheimen landen. Und in dem Zusammenhang auch das wirklich nur eine Bitte von mir. Müsst ihr nicht beherzigen, könnt ihr beherzigen. Adopt, don't shop. Das ist natürlich sicherlich auch so eine. Ähm Geschichte, die wir erwähnen können, und wir sollten vielleicht noch einmal erwähnen, weil das wird sicherlich äh, uns auch reingeschrieben noch mal die die Frage ist denn die Katze für das äh, für die Vogelbestände ganz gefährlich und äh, rotten Katzen nicht die Freigänger sind äh, ganze Vögelkulturen aus und da muss man sagen ja und nein also tatsächlich ist es so dass im Grunde genommen die gesamte menschliche Kultur die wir so mit uns herumschleppen, Auswirkungen natürlich auf die Natur hat, in der wir leben. Das heißt, Katzen sind nicht der Haupt Todesgrund für Vögel. Vögel haben ein großes Probleme mit Glasscheiben. Da sterben sehr, 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 sehr viele Vögel an, an Glasscheiben. Übrigens auch deutlich mehr als an Windkraftanlagen mm -hmm. zum Beispiel. Das muss man sagen. Natürlich ist es so, wenn Katzen in Bereiche gebracht werden, wo die Beutetiere auch gar keine Vorstellung davon haben, dass eine Katze in Gefahr ist, so zum Beispiel auf Stevens Island in Neuseeland, dann kann es auch sein, dass eine Katze eine ganze Tierart ausrottet, äh, äh, nämlich den sogenannten Steven Schlüpfers äh, von dieser Insel. Äh, die haben die ausgerottet, aber im Grunde genommen ähm, sind Katzen nicht alleine für das Ausrotten von Sinkvögeln oder Vögeln im Allgemeinen verantwortlich, sondern das sind wir dann gemeinsam und wenn wir die Katzen damit hinnehmen, wo wir als Menschen uns bewegen, dann sind sie ein Faktor. Das wird häufig so von Menschen, die Katzen nicht nahestehen, gesagt und als großes Problem bewertet. Es ist ein Problem, aber es ist nicht das ausschließliche Problem, ja. was Singvögel haben. Der Vollständigkeit müssen wir das aber erwähnen. Und wir können ja zum Beispiel sagen, dass unsere Skeptikats sehr gerne Vögel jagen, aber das machen sie dann vor den Fensterscheiben innen drin oder dann eben auf dem abgenetzten Balkon oder eben durch die Netze der, äh, äh, wie sagt man, Fliegengitter, die mhm. wir generell fest installiert haben bei uns, schon allein, weil wir kein, keine Tiere hier im, im, in der Wohnung haben wollen, Bienen und solche äh, Sachen. Äh, insofern jagen sie aus der Ferne sozusagen und da kann man dann schon auch beobachten, dass das Jagdverhalten natürlich in ihnen angelegt ist. Das schoss mir gerade nur durch den Kopf, weil das immer wieder auch thematisiert wird. Es gibt im Wikipedia-Artikel zu Hauskatzen dazu auch einen eigenen Bereich, nämlich die Wirkung von Katzen auf die Beutetiere und auf die Ökologie. Da könnt ihr euch das mal detailliert durchlesen mit Zahlen, Daten und Fakten. Insofern wollte ich es nur noch mal erwähnt haben. Und da könnt ihr euch belesen, wie es damit aussieht. Ja, jetzt sind wir aber wirklich am Ende dieses Themas erstmal angekommen oder machen erstmal mal ein Lesezeichen rein. Und ihr schreibt, ob ihr da auch wieder mehr von haben wollt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir da gerne noch mal was drüber erzählen könnten. Ähm, die Zunge von Katzen, die so rau ist, mit so kleinen Dornen und so weiter. Egal, wir müssen irgendwann Schluss machen. Ja, ja und ich, ich habe auch gar nicht ähm, über Bauopfer gesprochen. Bauopfer und Tiere. Beziehungsweise Katzen. Also wir haben schon arg ausgewählt und sind trotzdem sehr, sehr lang. Also machen wir da mehrere Folgen, machen wir eine Katzenserie und dann eine Hundeserie. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Jetzt müssen wir zumindest mal erfahren, ob es in Alaska einen Katzenbürgermeister gegeben hat oder nicht. Die Auflösung. Ja, ich löse diese Story auf, während hier über Aschkirchen gerade ein Unwetter hereinbricht. ist irgendwie Trommeln auch ganz aufs gut, Dach. Ja, und ich berichte euch hiermit, dass es den Bürgermeister Carter Stubbs tatsächlich gegeben hat. Und mhm. er war auch wirklich Bürgermeister von Tarkniter. Und ich habe ein kleines Wörtchen weggelassen oder einen Teil des Wortes. Er war nämlich Ehrenbürgermeister. Und das hat allein schon den Grund, dass diese Siedlung, dieses Örtchen gar nicht wirklich eine eine Stadt ist, sondern mehr so eine Siedlung, die alleine aus statistischen Gründen existierte vom ähm, Alaska Census. Und ähm, es gab gar keinen Bürgermeister. Also es gab weder mal eine Bürgermeisterwahl noch sonst irgendwas in der Richtung. Und insofern wurde Stubbs eben zum Ehrenbürgermeister ernannt. Und wie das genau passiert ist, weiß man auch gar nicht. Ähm, es steht nur fest, dass er eben dort gefunden wurde als kleines Kätzchen und dann eben aufgenommen wurde ähm, und dann eben irgendwann zum Ehrenbürgermeister wurde und relativ alt geworden ist. 20 Jahre und drei Monate. Und wer sich dafür interessiert, kann sich den Wikipedia-Artikel mal anschauen, denn äh, Stubbs hat einige Abenteuer in seinem Leben erlebt, muss man sagen. Aber ich glaube mal, es im Großen und Ganzen sehr, sehr schön gehabt. Ja, und ähm dass äh, als er dann verstarb, tatsächlich hat es auch so ein gewisses Medienecho noch nach mhm. sich gezogen. Man hat also diesem Ehrenbürgermeister dann auch durchaus nachgetrauert. Also hier wieder ein Zeichen dafür, dass die menschliche Kultur und wir uns gerne auch an ja. Katzen binden. Wir könnten es sehr gerne nachvollziehen und sehr gut nachvollziehen, <laughs> natürlich. Ja, damit sind wir am Ende der 343. Episode von Huxela, die uns persönlich, wie ihr euch denken könnt, sehr viel Spaß gemacht hat, natürlich, um Mal über Hauskatzen zu sprechen. Wir möchten uns an dieser Stelle wieder bedanken für die Unterstützung, die wir im Monat Juni durch euch bekommen haben. Äh, können natürlich motivieren zu sagen, ein bisschen mehr ist immer gut, aber wir sind schon sehr, sehr froh über die äh, Unterstützung, die wir erfahren haben. Ähm, wir konkretisieren gerade so ein wenig die Ideen für äh, Seminare Schräg, Schräg Workshops, die wir anbieten, die dann vielleicht auch mal, wir haben es glaube ich in der letzten Episode schon gesagt, nicht ganz so in die Richtung Politik gehen, sondern in dem Fall vielleicht mal eher ja so sagen, Mythen oder auch Wahrnehmungspsychologie berühren. Da folgt uns in den sozialen Medien und beobachtet mal, wann wir da die Ankündigung raushauen. Und damit sind wir. Glaube ich. Am mhm. Ende werden wir haben nichts glaube, vergessen, oder? Nee, bis zur nächsten Katzenfolge, <laughs> glaube ich. Erstmal alles. space -Folge. Ja, genau. <laughs> ähm, dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxella unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxella.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.